Ja, es war bisher mega schwer. Wahrscheinlich, weil jetzt das erste Mal Loopings kommen und so, werden jetzt wieder voll die einfachen Streckenparts sein. Ja. Und natürlich müssen wir mal alles ausreizen. Wird hier schon die Pinöppel, diese fucking Dinger in den Weg legen. Einfach weil es so viel Spaß macht. Also wenn, wirklich, es gibt tatsächlich noch eine Sache, die schlimmer ist als Dirt. Pinöppel. Pinöppel versauen dann einfach jeden Run, ne? Das ist so richtig kacke. Du denkst so, ah, oh, fuck, ich bin gerade so richtig schnell, ne? Pinöppel. Du denkst gerade so, oh geil, mit dieser Zeit wäre ich Erster. Pinöppel. Du denkst so, oh geil, vielleicht würde ich hiermit jetzt mal wieder irgendwie, weiß nicht, entjungfert oder so. Pinöppel. Und der Pinöppel entjungfert dich dann. Boah, fuck, ey. Am schlimmsten sind, wenn Pinöppel direkt vom Ziel ist, ne? Dann könnte ich auch schon wieder an die Decke gehen, ne? So, was ist jetzt dafür die Bedingungen? Sie müssen einen anderen Spieler via Link oder Datei herausfordern, um diese Strecke freizuschalten. Via Link oder Datei? Wie mit Datei? He. Okay, wie geht das? Nein, Solospiel, weiß. Suchen, hä? Herausfordern, hä? So, wie machen wir das? Gegner wählen. Namen von Gegnern zeigen, Gauss anwenden. 3D-Eingabeeinstellungen. Beenden. Durchsuchen. Partyspiel. Im lokalen Netzwerk, an diesem Computer im lokalen Netzwerk. Im lokalen Netzwerk, da könnten wir auch die normalen Strecken gegeneinander zocken. Okay, cool. Oh, fucking SMS, nein. Wie Herausforderungen teilen, Spiele zu ihrer Freundesliste hinzufügen, die Spiele an einen Freund senden. Entdecken Sie Nations, entdecken Sie United. Wo kann ich. Hi. Das suchen? Auch nicht. Grün. Wie herausfordern? Wahrscheinlich geht es nur, wenn er online ist oder so. Egal, machen wir das erstmal. Race. Sieht zwar noch dort aus und wenn das hier funktioniert, ne, dann hau ich hier alles kaputt und gehen wir einfach, weiß nicht. Dann trennen wir uns mit der Meinung, dass wir uns nicht einig sind. Sieht ja schon wieder scheiße aus, ne? Meine Weihnachtsbäume, ernsthaft. Verdammt, wir haben gerade mal September und die Schilder. Sorry, das war mein behinderter Zwilling. Er leitet in Wahrheit diese ganze Aufnahme hier schon. Redet schon die ganze Zeit mit euch so und so. Hallo. Sieht mega kacke aus, vor allem da ist diese. Da sind so viele kleine Hügel drin, ne? Wie soll man da lebendig durchkommen? Jetzt sag mal, das werde ich doch nie mit einer Goldzeit schaffen. Hier schon wieder so ein fucking Hügel. Oh ja, klar. Ich möchte mich einfach mal wie der Mann im Mond in so eine Sichel reinsetzen, beziehungsweise hier Kreis. Dann hier einfach so ein bisschen fischen. Ich hab grad Hunger, wisst ihr? Die wäre schon richtig mega gut. Das war krass, so richtig übertrieben krass. Hätte ich ja nie gedacht. Ah, komm, das wollen wir wieder ein. Der ist gar nicht weit vorne, nein. Könnte ja schon wieder scheinen, ne? Ich glaube, das ist noch schlechter als unsere letzte Zeit. Oder ne, stimmt, wir sind ja gar nicht ins Ziel gekommen. Allein schon dieser erste Sprung, ne? Ist total Glück. Wie man aufkommt und sowas, ne? Sowas kann ein normaler Mensch einfach nicht beeinflussen.
jetzt rutscht da links her und rechts her. Und sonst was. Und das ist einfach viel zu kacke. Ich meine, das geht doch einfach gar nicht. Fucking Dirt, ey. Da gibt es selbst in Minecraft mehr Dirt als... Nee, weniger Dirt als hier. Ja! Komm schon! Leck mir die Eier, leck mir die Eier, komm schon, komm schon. Leck mir die Eier. Leck mir die... Nein! Ich bin gerade auf 180. Geht gar nicht. Das war so gut. Das war einfach so richtig gut und dann... Verkackt einfach nur diese einfachen... Ne, also ich möchte dazu nichts mehr sagen. Das ist... Es ist mir unbegreiflich, wie man einfach nur so behindert sein kann. Ja, können wir schon knacken. Boah. Das ist... Das Spiel will mich einfach nur verarschen. Ich hab gemerkt, dass mein PC vorhin einfach aufs Übelste beleidigt hat. Und jetzt würde sich dafür rechnen. Oder so. Na, ja, schon Fullspeed genommen. Jetzt hängen wir ihn einfach hier schon ab. Ja. Ja. Ja, komm schon. Ja, ja, komm schon. Ja, komm schon. Sei brav. Sei brav. Okay, komm. Okay, komm. Direkt aufs Ziel. Direkt aufs Ziel. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Success! Oh. Das ist richtig gut. Das... Boah. Boah. Diese Genugtuung jetzt, ne, die ist richtig krass. Das ist so richtig so, weiß nicht, Endorphine in Massen, in Horden, in... Weiß nicht... Allianzengröße und dann die Horde rennt und Allianz schlägt zurück. Ja, ja, Nebenwerk, wer weiß. Okay, okay. Das Adrenalin und sowas. Ne? So, Endorphine. Damit würde ich jetzt die Aufnahme beenden. Würde sagen, Ette hier machen wir demnächst irgendwann und war hier noch was. Wir waren jetzt hier, haben wir alles Gold und keine Ahnung, zweimal Nadio. Zweimal Nadio direkt sogar hintereinander. Stolz auf uns sein. Sternchen, Sternchen. Ja, das war Gold, dann warten noch Blau jetzt auf uns, Rot und das. Dann siehst du schon hier, oh, geil, Ringe, ja. Halt, wir können jetzt schon diese hier spielen, halt, weiß ich, als Vorgeschmäcker oder sowas. Ich glaube, das hier ist sogar noch alles voll aufgefüllt mit den Spaß und so, aber keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Aber das ist auch geil, ich meine, sieh doch dieses Gebilde an Wallride hier an, ich meine. Dann so, ins Ziel, das ist auch so eine richtig geile Strecke, ne? So total, gar nicht aufregend oder sowas, gar nicht nervig. Na, ich will jetzt nicht zu stark spoilern, ne? Aber naja, jetzt erstmal, weiß nicht, Beruhigungspizza oder sowas, wir werden sehen.